Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires the Masquerade Bloodlines. Ja, warum bin ich heute hier in dieser Fischhalle? Ganz einfach, weil Girl Dragonia ist aufgefallen, dass hier etwas liegt. Sie hat diesen Schimmer gesehen, den ich völlig übersehen habe. Und deswegen möchte ich mich bei ihr nochmal bedanken. Wunderbar. Sacken wir das Geld noch ein. Dann werde ich das Blut nochmal auffüllen und die Skillung machen. Und dann sehen wir uns am Friedhof in Hollywood wieder. Na dann, bis gleich. So, da sind wir wieder auf dem Friedhof. Und ich setze mal noch ein Quicksave. Und dann gehen wir da rein und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, die Zombies im Zaum zu halten. Oder ob wir den Alternativweg gehen müssen. Es gibt noch einen Alternativweg, das ist kein Problem. Na gut. Ich habe gerade ja die Skillung noch gemacht. Also diesen einen Punkt hier reinsetzen und das Buch lesen. Das Hackerbuch. Aber. Na, geh weg. Du gehst hier. Leider habe ich von den 200 Dollar schon wieder etwas Geld ausgeben müssen. Für unsere Colt Anaconda Munition kaufen. Ja. Wir hatten leider nicht mehr allzu viel davon. Na gut, es musste sein. Gut, reden wir mit ihm. Change your mind? Was muss ich nochmal tun? I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now. They're dead, so you're either gonna have to hack them up good or shoot them in the head. Just don't let them bite you. Warum? Wenn sie einen beißen, wird man dann auch zum Zombie? Oder? Na schön, ich übernehme das, aber weh, du bist in 5 Minuten nicht wieder da. Dann verschwinde ich. Und die dritte Option wäre jetzt genau das. Ich habe kein Interesse daran, gegen Zombies zu kämpfen, aber vielleicht kann ich dir auf andere Weise behilflich sein. Das wäre der Alternativweg. Okay, ich möchte aber gern wissen, ob ich dann nicht dann auch zum Zombie werde. No, just hurts like a bitch. Ach so, es tut weh. Na gut. Na schön, ich übernehme das, aber wehe, du bist in 5 Minuten nicht wieder da, dann verschwinde ich. Ja, genau das. Fantastic. Nichts Only one drauf left. raus. Halte Nothing sie but von den ten. Toren vorn und hinten Keep away fern. from the front and back gates. Hier, die kannst du sicher Don't let gebrauchen. him in Bis in ahead. 5 Minuten. Back in 5. Okay, schauen wir aber mal noch kurz an. Kapiert. Kapiert. Bis dann. Sofort die Waffe angucken. Ob das vielleicht Mist war, dass ich hier. Fernkampfanforderung 4, Schadenspotenzial 104. Aber leider nur 31 Munition. Ist halt ein Jagdgewehr. Man muss nach jedem Schuss nachgeladen werden. Also genauso schlecht wie unsere Shotgun. Okay, wir versuchen es erstmal mit der Anaconda. Wenn es damit nicht klappt, können wir die ja immer noch nehmen. Weil
die ja doch ziemlich viel Schaden macht. Okay. Der geht und wir gehen jetzt auch raus. Der Timer läuft. Die Zombies kommen. Ja, toll. Okay, ist schlafen gelegt. Na, komm. Na, das dauert so lange. Wow, ist die langsam. Okay, das geht noch. Geht viel schneller. Aber ich muss erstmal nach unten schauen. Okay, der kommt auch gerade raus. Das ist schlecht. Wir sind die Waffen sind einfach zu langsam. Hier nichts zu sagen, ich muss mich hier voll konzentrieren. Ach du Schande. Oh mein Gott. Habe ich denn nichts, was schneller ist? Das geht viel besser. Verdammt. Okay, das war nichts. Neuladen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja, was muss ich tun? I'll be back in about 5 minutes. Ja, wissen wir. Warum? Wenn sie einen beißen, wird man dann zum Zombie? No. Oh, es tut scheiße weh. Okay. Na schön. Ich übernehme das, aber weh, du bist in 5 Minuten wieder nicht wieder da. Fantastic. Only one rule. Nothing gets nichts darf raus. Okay. Here, this might come in handy. Okay, ich fange mit der Colt Anaconda an und dann wechsle ich zum Pistole, weil die deutlich schneller wegrotzt. Okay, ich glaube, bis dann. Okay, die richtigen Klamotten. Obwohl, die ist besser, mehr Geschick.
Ich wollte die Colt Anaconda. So, raus. Na, nicht hängen bleiben. Raus. Wie sieht's aus? Da steht der erste rum. Ja, da kommen sie ja schon. Nein, nein, nicht hauen, nicht hauen. Da stehen sie alle schön in einer Reihe. Noch irgendwas hier? Nein? Gut. Aua, 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 aua. Aua. Gut, die sollen ruhig mich verfolgen. Ich schau mal rein, was unten los ist. Und jetzt wechsle ich zur Pistole. Schon. Ah, jetzt haben sie es oben wieder vergeschafft. Also blöd. Wir haben nicht genug Feuerkraft. Wir haben auch nicht das Geld, dass wir etwas Besseres kaufen. Okay. Ja, ich hätte gerne diese Waffe gehabt, aber wenn wir nicht genug Feuerkraft haben, um die Zombies im Zaum zu halten, dann müssen wir den Alternativweg gehen. Gut. Ja, was muss ich denn tun? I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now, they're dead, so you're either gonna have to hack them up good or shoot them in the head. Just don't let them bite you. Ja, ich habe eigentlich kein Interesse daran, gegen so Zombies zu kämpfen, aber vielleicht kann ich dir auf andere Weise behilflich sein? Well, I don't know. What are you thinking? Ich weiß nicht, um welche Art von Geschäft musst du dich denn kümmern? Sometimes a man needs the kind of release putting a 44 slug through a zombie's brain doesn't provide. Come on, you're a guy, you understand, right? Den Weg erspare ich dir. Ich werde mit einer Tanzpartnerin zurückkommen. Really? You will? Great. I'll just stay here and keep watch. Oh, and FYI, I like them a little, you know, stacked. Appreciate it. Ich weiß zwar nicht, was du da jetzt meinst, aber naja, bin bald wieder da.
Ja, er will halt einfach einen schönen Abend haben. Schade, weil mit dem Zombie-Event würden wir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen als wie mit diesem. Als wenn wir ihm dieses, ja, eine junge Frau vorbeibringen für einen schönen Abend. Ja. Münchenskinder, ich habe ganz vergessen, dass ich mir noch was zu trinken besorge. A la Kaffee. Ist ja doch schon 1:30 in der Früh. So, wo ist denn jetzt die junge Frau, die gerne auf einen Friedhof gehen möchte? Bist du das? Hey baby, looking for a date? Ja, aber nicht für mich, für einen Freund. Okay, I'll play along. Where's this friend of yours? Er betreut nachts verwaiste Kinder. Oh, that's so sweet. And you're trying to corrupt him by buying him a prostitute? How dare you? Hey, ich hab doch nur Spaß gemacht. Er arbeitet auf dem Friedhof. No way am I going in there. What kind of freak are you? Ich versichere dir, es ist absolut ungefährlich. I don't know why I should believe you. Well, okay. But I'm gonna get really pissed if you turn out to be some psycho murderer. Let's go. Na gut, folge mir. Was sagt denn das Auftragsbuch? Ja, ich muss sie nur noch zu ihm bringen. Ja gut, ist ja kein Problem. Das geht doch. Solange du mir folgst. Ja, das tust du ja schön anständig. Aber die Klamottenanimation ist jetzt nicht so prall. Ja gut, jetzt ist besser. So, gehen wir da lang. Bist du da? Ja, du bist da. Sehr schön. Kommst du? Ja, du kommst. Ja gut, das war jetzt wieder doppeldeutig. Bist du da? Wo bist du? Junge Frau? Hallo? Ah, da bist du ja. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Are we there yet? Bald. Na, geht so, geht so. Ja, gut. Gehen wir mal den langen Weg.